Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute am Ossiacher See bei den Ossiacher Berge mit dem Ossiacher Kevin und den Ossiacher Tauern. Ossiacher Tauern, wie auch immer. Ja, heute hier nur Männer am Start. Das heißt, das wird richtig anstrengend. Und Lars schon am Ausladen. Wir haben alle Räder in diesen Van gepackt. Ich kann gar nicht, ich muss Info machen. Hey, komm. So. Ja, und wir werden mal hier ein paar Trails fahren. Das ist sozusagen jetzt 20 Minuten vom Farker See entfernt. Und ich suche gerade nebenbei mein Handy. Muss ich gleich mal irgendwie finden. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier wird. Bisschen regnet es leider, aber das ist nicht so schlimm. Im Wald bestimmt nicht so viel. Und dann wird das schon alles funktionieren. Ich bin gespannt auf den Tag. Bin gespannt, wie die Runde wird heute. Bestimmt wird es eine lustige Nummer. Leider heute das Wetter nicht ganz so toll wie die letzten Tage, aber egal. Jetzt würde ich mir mit Kuro alles vollkommen. Albernberg Uphill Trail. Oh, das sieht doch hier chillig aus. Bisschen wie so Wonderland-mäßig hier. Also kann man auf jeden Fall relativ entspannt hochfahren. Jetzt kann man wahrscheinlich hier die ganzen Kurven. Dann kann man hier gut außen anfahren. Dann im Notfall noch hier hoch, wenn das Bike länger ist. Aber ich bin ja mit dem Trailbike. Ist das noch entspannt. Es gibt auch einen Trail im Bikepark Lienz, der so heißt. Leute, wir starten in die erste Runde. Albern Berg Trail. Die fahren alle im Train zusammen, ey. Meins ist das ja nicht so, in engen Trains fahren. Ich halte lieber ein bisschen Abstand. Oh, nice gebaut hier. Sehr, sehr schön. Den habe ich zu spät gesehen. Der Boden sehr, sehr griffig. Schön. Okay. Bisschen langsam bestimmt. Ah ne, passt. Zum Einrollen echt cool. Schon ein bisschen was so dabei. Aber der wäre auch cool gewesen, glaube ich. Geiler Trail. Geile Kurvenkombo. Ticken mehr Speed, ne? Schade, Alter, schon zu Ende. Ah ne, Stückchen ist noch. Boah! Der Trail ist jetzt vorbei.
Der war geil, hat mir gut gefallen. Jetzt wollen wir den gleichen Weg wieder zurück, wo wir geparkt haben. Da sind dann die restlichen Trails. Und da steigert man sich dann wohl von blau, rot, schwarz und so weiter. Da gibt es ein bisschen mehr, die wir fahren können. Ich bin gespannt. Also wir sind... Okay. Das war ja schon steil für ein Transferstück. Und das ist wirklich Willingen-Style, Kurve, 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 okay. Kurve. Aber die sind sehr, sehr eng, die Anlieger. Vom Radius her. Da ist schwer, richtig durchzuheizen. Und wenn man da aus dem Flow kommt, ist einfach nur anstrengend. Aber hier ist Autobahn jetzt erstmal. Da habe ich nicht richtig Commitment gehabt. Wow, Alter! Okay. Wo lang? Hier ist Jumpline. Sandy Trail und? Das ist Jumpline hier, wo du stehst. Ah, okay. Most technical. Falscher Fuß vorne. Auch noch. So, alle da? Ja. Also jetzt kommen die engen Anlieger. Enge Anlieger, sagt der Tom. Ui, kann man ein bisschen flotter sein hier, ein bisschen Abstand halten. Boah, den Keller, das war nur ein Roller. Boah. Aber der eine Sprung war nice, ey, in die Kurve rein. Schick. Mega. Da muss ich auf jeden Fall schneller sein. Merkt mal, dass wir alle 30 sind. Ja. Viel besser, AT. Slow down.
Hätten wir uns die Pause sparen können. Ich habe schon geschaltet. Ich war schon am Schalten für den Appel. Jetzt der Cody Trail oder was? Gott, hat die knallt, ey. Oh. Oh! Schön! Holy. Oh. Holy. Aber das ging richtig zügig jetzt, ne? Also das ging echt flott. Ja, echt in kurzer Zeit viele Höhenmeter. Aber das machst du auch nur mit Full-Size-E-Bike so. Ich muss nochmal treten gleich, Leute. Ich habe einfach falsch geschaltet. Ah, okay, das meint er. Oh. Ah, okay, den kann man aber auch gut springen eigentlich. Also nachdem Tom, ich dachte eigentlich, das ist schlimmer, nachdem was der Tom jetzt erzählt hat. Jump. Ah, nice, okay. Finde ich gut, aber dass sie hier überall Schilder haben an den Features, so dass du keine bösen Überraschungen so hast. Finde ich wirklich eine gute Sache. Ich muss mal hinfahren, das dauert gar nichts bei mir. Ja, weil. Der ist tricky. Oh, Sprung! Zu weit, ey. Wenn du die halt rollen willst, dann fühlt sich das auch scheiße an, glaube ich. So, das hier geht noch, aber die oberen, die sind zum Rollen schon kacke. Aber wir waren jetzt Rutschsprünge echt geil. Okay, Tom meint, da sind irgendwelche Sprünge. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal langsam, weil er abrupt stehen bleiben will. Das hat man ja immer gerne um Trail. Oh, okay. Okay.
dahin rein, auch geil. Aber muss man echt ein bisschen sich angucken. Ich glaube, so komplett auf Sicht, schwierige Nummer. Sprung 1. Man kann ja auch überall vorbeifahren, ne? Ja, wir gehen gerade die Sprünge angucken, Leute. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass hinten keiner kommt. Aber die liegen, sehen ja früh genug unsere Bikes da liegen. Das heißt, eigentlich sollte das passen. Komm gucken, Kevin. Der hier ist sehr weit. Dann hast du da noch den Baum. Ja, da springst du aber die kleine, aber die große kriegt dich ein bisschen nach rechts. Den würde ich nicht springen. Weil du deinen dir. Muss halt schon. Ja, mach das mal den fürs Gefühl. Das hier müsste ein bisschen höher sein, ne? Ja, ich habe von Jungs gesehen, die den gesprungen sind, aber die sind alle. Die fahren so. Gar nicht klar. Was denn für eine Karkasse? Das ist nicht so gut. Ja, ja, damit kann man nicht springen. Also keine Sprünge machen. Definitiv. Nee, nee. Die Karkasse. Ja, ja, die würde ich weglassen, auch die Sprünge. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also mit Exo Plus Karkasse kannst du halt nicht springen. Also normal würde ich das machen, aber. Ja, aber jetzt, nee, macht keinen Sinn mit Exo Plus. Leute, wir haben uns jetzt unten diese Line angeguckt. Und da sind schon verfette Dinger drauf. Und alles so ein bisschen, ja, schwer einzusehen. Die sind gar nicht so groß, aber das ist alles so eng. Es ist genau, es ist sehr eng. Man hat nach der Landung gefühlt einen Meter Platz und da kommt schon der nächste Sprung. Ja, ja. Da muss man Fahrrad fahren können. Ich finde das immer schwer, im Urlaub so Sachen zu machen. Irgendwas, weil man halt nicht will, dass das der Urlaub frühzeitig vorbei ist. Die ersten ist der Tom ja auch alle umfahren jetzt. Ja, falls einer da liegt, ne? Doubles hier. Ah, okay. Aber da passt der Speed dann. Auf jeden Fall. Aber du hast recht. Wenn man den ersten Double cleart, dann willst du den zweiten automatisch. Ja, ich hab's gemacht, einfach war jetzt easy. Ja, ich dachte auch. Eigentlich passt das. Danach kommt so ein Roller. Der ist locker 5 Meter lang. Ich kann einfach rüberrollen. Also ich springe den, weil ich das weiß, aber einfach frei. Hey. Ich glaube, aber es gibt keine Gaps. Nee. Also man kann alles erstmal einmal abrollen, dann nochmal hochfahren. Ja. Das ist ein guter Plan, so machen wir es. Wir werden uns jetzt die Jumpline einmal angucken. First Run jetzt einfach auf ganz entspannt abrollen. Super, kriegt einen gut raus. Hier Double. Ich glaube, das ist der Double, von dem er gesprochen hat, oder? Der ist 5 Meter lang. Okay, krass. So, die Gruppe ist wieder. Ah, der ist weit, ja, stimmt. Wenn man den Case ist doof. Aber wenn man hier so viel Speed aufbaut. Ah, okay. Also das hier bis in die Kurve, sehe ich nicht. Das geht. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit dem Fahrrad machen will alles. Ich bin nicht ganz ehrlich. Boah, groß, ey. Aber selbst, oh, okay. Selbst wenn ich jetzt nicht fahren sollte später, seht ihr zumindest den Trail mal. Boah, auch hier könnte die Landung größer sein. Ja, der hebelt einen halt auch ein bisschen raus, ne? Ey, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich finde die schon ein bisschen krass. Viele Landungen und kommen mir. In der Kurve. Ja. Ist klar. Nicht klar. Also viele Landungen denke ich mir so, oh. Alles jetzt. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt Lust zu habe. Also die Jumpline, Leute, weiß ich wirklich nicht, ob ich die mir. Sieht es wahrscheinlich auf der GoPro alles nicht schlimm aus. Aber die Landung
finde ich teilweise ein bisschen schwierig zum Absprung, also im Vergleich zum Absprung. Und ich glaube, ich werde die meisten Dinger da auch auf der zweiten Runde einfach auslassen. Da finde ich den 5 Meter Double am Anfang noch am einfachsten, weil der einfach nur weit ist. Die anderen sind schon tricky. Und dann so, ja, mit schwerem E-Bike. Ich mag das total, mit dem Ränder zu springen, aber bin ich hin und her gerissen, ey. Ist auf jeden Fall schon eine krasse Nummer, die Jumpline. Also für Leute, die halt abgesehen von Trails fahren, Jumpline fahren wollen, ihr habt auf jeden Fall von allem etwas hier. Das ist auf jeden Fall gewiss. Ja, dann fahren wir halt jetzt Partytrail, der startet da oben geradeaus. Macht einem sofort Mut, beim Einstieg hätte er sich auch hingelegt. Ja, aber das war nur weggerutscht, das ist nicht hin, also wirklich schönes Intro. Ja, es ist direkt, macht richtig Lust auf den Trail einfach. Weil die technischen Trails eigentlich ein einzelnes Video wert sind, verschieben wir die auf morgen. Das bedeutet, ihr bekommt diese Woche ein extra Video und das nächste Video zu dem Teil Ossiacher See wird morgen einfach schon für euch online sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Biken, wenn gerade das Wetter mal endlich mitspielt. Und lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.